Ein Turnspektakel im Sportforum Hohenschönhausen. Der internationale Junior Team Cup des Berliner Turn- und Freizeitsportbundes ging am Freitag und Samstag in die 24. Runde. Bereits am ersten Wettkampftag hatte sich ja gezeigt, dass die internationalen Teams in diesem Jahr so stark waren wie nie zuvor. Ich hatte mich für 4 Geräte qualifiziert. Einmal für Pferd, Ringe, Barren und Reck. Es hat leider heute nicht ganz gereicht für eine Medaille, weil die Konkurrenz einfach zu stark war. Nachdem es am Vortag für Team Deutschland nur für den 8. Platz gereicht hatte, wussten die heimischen Nachwuchsturner also schon, dass es ein sehr harter Einzelwettkampf werden würde. Die Teams der USA, Russland und Italien konnten nicht nur in dieser Reihenfolge den Teamwettkampf gewinnen, sondern schickten dementsprechend auch herausragende Turner in die Finals. In den letzten Jahren war es auch schon sehr stark, aber ich denke, dieses Jahr hat sich das nochmal gesteigert mit der USA, die auch den Wettkampf gewinnt als Team, vor den Russen, die erwartet immer stark sind. Doch auch andere Teams hatten Top-Turner dabei, die sich direkt mehrere Medaillen sichern konnten. So zum Beispiel der Brasilianer Diogo Soares. Er gewann gleich 3 Gold- und eine Bronzemedaille und war damit der erfolgreichste Turner in der Altersklasse 1. Der Olympiasieger an den Ringen von 1988, Holger Behrendt, hatte eine klare Meinung zu der Qualität der diesjährigen Teilnehmer. Also wir haben hier in Berlin 2 Tage hochklassige Leistungen gesehen. Ich würde sagen, das Beste in den letzten 24 Jahren. Wenn man bedenkt, dass es sich um die 24. Auflage handelt, ist das ein Riesenlob an die jungen Sportler. Und auch wenn die Lokalmatadore aus der Hauptstadt heute keine Medaillenplätze belegen konnten, war dies noch lange kein Grund zum Trauern. Ich bin trotzdem sehr zufrieden mit meinem Wettkampf, da ich am Barren eine sehr hohe Wertung geturnt hatte und am Reck ein neues Flugteil geschafft habe. Und allgemein mein Trainer und ich trotzdem zufrieden sind. Zufrieden sein konnte auch Shamsudeem Rahimi, der Jüngster des Kieler Turnerclubs, räumte richtig ab und verbuchte gleich 3 Goldmedaillen. Er siegte am Boden, an den Ringen sowie am Barren. Dann war er nicht nur der erfolgreichste Teilnehmer in der Altersklasse 3, sondern auch der einzige Goldmedaillengewinner für das deutsche Team. So schnell sind 2 Tage Wettkampf vorbei. Wir haben hier wieder eine super Leistung gesehen. Ein internationales Starterfeld, wo man bestimmt sagen kann, dass man den einen oder anderen in ein paar Jahren bei Olympia sehen wird wahrscheinlich. Ein großartiges Turnier, ein regelrechtes Turnspektakel geht also zu Ende. Die 150 Athleten werden jedoch direkt weiter trainieren, denn Ende Juni steht bereits die Juniorenweltmeisterschaft in Göhr in Ungarn an. Wir wünschen allen Teilnehmern viel Glück, viel Erfolg bei der WM und freuen uns schon auf die 25. auf die Jubiläumsauflage im nächsten Jahr des internationalen Junior Team Cups vom Berliner Turn- und Freizeitsportbund.